Hallo und herzlich willkommen zu Pokémon Street Dungeon, der Kundungsteam Rot Let's Play von mir, Schonwer. Das letzte Mal hatten wir einen Gast dabei und haben eine Menge Dinge über Crown und Simsler und blablabla gehört und dieses Mal ist kein Gast mehr dabei. Guten Morgen, Schonwer. Hast du gut geschlafen? In Ordnung. Lass uns unser Bestes geben und das Team von Simsler retten. Gardevoir hat gesagt, sie würde mir alles erzählen, wenn das Abenteuer vorbei ist. Meinte sie mit dem Abenteuer, dass wir unter der Erde gehen müssen? Unter die Erde gehen müssen, wird sie mir alles sagen, wenn wir Simsler das Team gerettet haben? Hallo? Stellst du etwa noch? Lass uns gehen. Huch. Na gut. Yay. Und wie wir gerade gehört haben, müssen wir Simsler retten. Oh mein Gott. Und müssen gegen Crowden kämpfen. Aber wenigstens ist es noch nicht... Magma-Höhle vor Tumultfall. Aber wenigstens ist es noch nicht so weit, dass es die Mega-Evolution von Crowden gibt. Also nicht Mega, sondern diese eine Uraltform da. Wie es in Oras gibt. Hier muss es sein. Crowden muss sich in dieser unterirdischen Höhle befinden. Puh, sieh dir mal nur den Lavastrom an. Ich vermute, in dem Dungeon wird es brütend heiß sein. In diesem Moment sollten sich bereits andere Retterteams im Dungeon befinden. Gehen wir hinein und geben wir immer unser Bestes. Wie immer unser Bestes. Also, diese eine Form von Crowden und Kyogre, die es dann in Dings gibt. In Omega Rubin und Alpha Saphir. Wow! Und die kommt ja auch bald raus. Hey! Und noch viel besser. Super Smash Bros. Für Wii U kommt jetzt schon am 28. raus. Wow! Also, 28.11.2014. Und... Also, zum Vergleich, es ist gerade der 2.11. bei mir und so. Also, yay, woo. Also, so viele tolle Spiele. Yay. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und ich finde es auch ein bisschen eigenartig, dass Rayquaza eine Mega-Evolution bekommt und Crowden und Kyogre nicht, sondern die bekommen ja irgendeine andere Form. Aber egal. Es ist halt Game Freak und Nintendo und so, die machen das schon irgendwie... So mal die drauf haben und mir ist irgendwie aufgefallen, dass die gar nicht mal so schwach sind hier, die Viecher. Schauen wir mal, hab ich die Attacken. Okay, wir haben ihm die Attacken, die es ansetzen darf, schon so gemacht und so. Stirb! Und die überlebt schon viel mehr und geben auch gut EXP, obwohl so viel EXP ist das gar nicht. Na toll, kein IQ-Verbesserungsding. Egal. Jetzt erstmal mit U2 weiterkämpfen und. Ha! Yay! Ich hab eigentlich schon gehofft, dass ihr die Treppe kommt, weil ich hab's da nicht gesagt, aber ich hab's gedacht und oh mein Gott, noch eine. Egal, viel unwichtiger ist das Ganze hier, was ich gerade lache. Mir fällt gerade nichts ein. Ich bin unschuldig. Ich weiß nur, dass wir irgendwie zu Simsala und sein Team müssen und sie zu retten und ha! Was ist hier los? Das ist ja. Oh mein Gott. So, Schaufler! Zum Glück haben wir unsere wundervolle Attacke gegen die Gegner hier, weil die sind ja auch von Typ Gift und Energiefokus. Willst du mich verarschen? Ah! Ah! Zum Glück hat er mich getroffen, das wäre nervig gewesen. Obwohl, wir haben ja Erholung und so gesehen, solange wir nur Schaden bekommen und nicht verrecken, ist das alles eigentlich ganz gut. Weil ich habe eigentlich schon ein bisschen Schiss vor dem Boss, weil Crowden, das hört sich schon mal alleine schon vom Namen her total böse und total stark an Crowden. Und es soll ja sogar Simsala besiegt haben. Simsala, das Pokémon mit dem 5000 Millionen 10 IQ und so. Und Despota und Glurak. Und wir sind ja selber noch nicht mal ein Glurak. Wir sind ja hier ein kleines Glumanda mit der Hilfe von einem popligen kleinen Hydropi. Ja. Aber wir schaffen das schon. Ich meine, wir haben bis jetzt schon die komischen Vögel da besiegt, ja. Das ist auch nicht schlecht. Es ist eigentlich voll die Meisterleistung für so kleine Popel-Pokémon, wenn man es so sieht. Aber wir können uns ja auch nicht entwickeln. Eigentlich wären wir ja schon Glutexo und Morlor. Morabel. Nein, doch. Die Weiterentwicklung von Hydropil gewesen. Level 24. Boah, endlich eine neue Attacke und. Bedeckt Anwender mit Lehm und auf der Ebene herrscht Lehmzulauf-Status, was die Stärke von Elektroattacken halbiert. Sowieso total egal, da unser Hydro-Pi-Partner eh irgendwann mal von Typ Boden sein wird, zum Teil. Und da bringt Elektro eh nichts mehr.
Oh Mann, schade. Vielleicht eine halbwegs nützliche Attacke gegen Zapdos gewesen, aber das war's dann auch. Und ha, der denkt wirklich, der kann uns was. Pow! Das zeigen wir dadurch. Und Moment hier. Er ist gerade erst Level 24 geworden. Dann sind wir ja vom Level her, haben wir mehr als nur eingeholt. Wir sind jetzt schon weiter als unser Hydro-Pyphon hier. Weil eigentlich müssten wir ja nicht so weit sein. Also, eigentlich waren wir nie immer so weit und jetzt auf einmal sind wir weiter. Ist mir gar nicht aufgefallen. Eigentlich hat sich Hydro-Pi immer vor uns entwickelt. Ich weiß, dass es manche Pokémon gibt, die länger brauchen zum Entwickeln und welche, die nicht so lange brauchen. Zum Beispiel, Endivir braucht viel länger als andere, soweit ich das noch weiß. Ich glaube, das war bei Endivir und sowas. Ich meine, bei dem Spiel ist es eh immer eine tolle Sache, ein paar Level höher zu sein. Aber dafür ist Endivir, hat es glaube ich Endivir später einfacher mit dem Leveln. Ich bin mir da aber nicht ganz sicher. Es kann auch sein, dass ich was verwechsel. Aber egal, solange wir jetzt eh besser leveln als Hydro-Pi, ist alles gut. Und bald uns geht uns Schaufler aus. Zum Glück haben wir Top-Elixier. Wow. Eines der Best Items. Und ich finde cool, dass es hier ganz viele Rotgummis gibt. Weil wir sind Glumanda. EP-Sammler. IQ prüfen, wo steht's denn? EP-Sammler. Kämpft das Pokémon gegen mehrere Gegner, greift es zuerst den an, der. Das ist irgendwie unnötig. Weil. Ja. So viel bringt es am Licht. Ich meine, man wird, wenn dann sowieso. Die alle Pokémon vernichtet haben. Ich sag schon vernichtet, besiegt haben. Also ist sowieso egal. Wem man jetzt zuerst angreift. Vor allem, da es dann jetzt sein könnte, dass es auch noch eine dumme Wahl ist, genau den anzugreifen. Und dass wir dann auch noch diejenigen sind. Wir sind, die hier spielen. Also ist es so egal. Und wow, was für eine bescheuerte Ebene. Erst wird man da unten 10 Jahre lang in eine Richtung geschleppt. Also die ganze Zeit in eine Richtung laufen und dann sowas. Mann. Im letzten Raum. So sieht es auf jeden Fall aus, dass es der letzte Raum ist. Gehen wir mal weiter. Ich habe keine Ahnung, wie viele Ebenen es hier gibt. Also, wie viele, untere Etagen? Nein, keine Ahnung. Also, Ebenen ist es, wenn es nach oben geht. Und Untergrund oder so vielleicht? Untergrund 6? Keine Ahnung. Ich wette, da gibt es noch eine bessere Erklärung dazu. Egal. Wichtig ist erstmal, dass wir ja schon gehört haben, bei der einen Pokémon-Versammlung, dass Groudon vom Typ Boden ist und nicht von Typ Feuer. Und das könnte ein Problem für uns sein, weil wir eben... Es ist eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass Groudon Erdbeben hat. Ich hoffe mal nicht, aber wenn das Groudon Erdbeben hat, dann... Die Virendatenbank wurde aktualisiert. Die Virendatenbank wurde aktualisiert. Ich denke mal, man hat es gehört gerade. Oh Mann. Aber Gott verdammt, was soll das? Ich hasse dich. Ich hoffe, dass das Bannerteil da unten rechts weggeht. Hier erstmal Werbung für Avast machen. Ein gutes Virenprogramm. Holen Sie es sich noch heute umsonst. Wow. Super. Ja, jetzt was soll ich sagen? Genau, dass ich ja hier Probleme haben könnte gegen Groudon, weil Erdbeben. Und dann kann es nicht nur uns leicht angreifen, sondern auch noch beide. Und wird eine Menge Schaden machen, weil es eben... Erdbeben ist. Wie man hier sehen konnte. Das war zwar nicht Erdbeben, aber... Du Arsch! Mann! Das hat Aua gemacht. Nein, das Überlebersamme Säge. Warum habe ich nur einen einzigen dabei? Es könnte sein, dass wir hier total scheitern werden. Und dann erstmal ein bisschen leveln müssen und so. Weil das hier ist wirklich kein leichter... keine leichte Ebene und wir haben ja schon gesehen, was passiert, wenn wir nicht aufpassen. Oder wir haben ja aufgepasst, wir konnten da nicht viel machen. Gegen solche Attacken mit Intensität, wo überall hingehen. Nur jetzt müssen wir aufpassen, dass wenn wir ein Pokémon sehen und es hier irgendwie so Georock-Viech, blödes Viech ist, das uns zerstören kann, sollten wir so schnell wie möglich aus dem Raum raus. Also sonst wird es wehtun. Und
Es wird wahrscheinlich noch Momente geben, wo wir nichts dagegen machen können und einfach nur sterben. Also, yay, hurray für Pokémon mit Intensität oder Erdbeben. Wir hatten ja bis jetzt Glück, dass dieses eine Dictry, das einmal Erdbeben hatte, dass es überhaupt keinen Schaden gemacht hat und total schwach war. Aber hier gibt es eben das Problem, dass die Viecher schon relativ hoch vom Level sind. Und wir deshalb schon ein paar Probleme haben könnten. Und oh, so viele Pokémon! Was soll das? Los, Pierre! Setz ab sofort nur noch Aquagar ein. Du schaffst es. Und ich tue mich wieder mal um die hier unten kümmern. Das Gute ist, dass wir sehr starke Attacken gegen die Viecher hier haben. Und oh, das war dumm, fällt mir ein. Die sind ja eins weiter weg, als ich gedacht habe. Und musst du daneben hauen. Egal. Jetzt viel wichtiger. Los, Pierre, du schon nein. Nicht den. Okay, ich nehme alles zurück. Der ist gut. Okay. Dann sollten wir jetzt... Oh, Level Up! Ja, eine neue Attacke. Und was ist es dieses Mal? Oh, warte, Moment. Senkt sein Tempo um 1. Das ist gar nicht mal so schlecht, um ehrlich zu sein. Dafür würde ich auch Metallglau weggeben, weil die Attacke wird mittlerweile echt schwach. Und wir benutzen die eh nicht mehr. Und Grimasse ist vor allem gegen Bosse eine ziemlich gute Sache. Weil dann werden wir dafür sorgen, dass wir öfters angreifen können als der. Also macht natürlich Sinn. Aber, ja. Schauen wir mal. Ich habe irgendwie so... das Befürchtnis, dass unser Partner hier... nicht, dass wir allgemein voll verkacken werden und sterben werden. Aber, das ist ja nur... okay, hier ist Schaufler. Das ist ja nur ein... warte mal, ich habe Bedürfnis gesagt, oder? Das war das falsche Wort. Ich meinte, ich habe schon die Vorahnung, dass wir total verkacken werden. Es ist nur die Frage, was Groudon für Attacken hat. Wenn Groudon Erdbeben hat, dann sind wir total fertig und haben überhaupt keine Chance, weil das wird nicht sowas von One-Hitten und selbst Schaufler bringt da nichts, weil da kriegt man sogar noch mehr Schaden dann. Also muss man einfach mal hoffen und das an das Beste glauben. Und ey, Flunkiefer... ich mag Flunkiefer. Das Vieh ist wenigstens schwach gegen Glut. So, aber wenn Groudon kein Erdbeben hat, dann könnte es sogar relativ gut sein, denn wir haben ja Grimasse für Groudon. Und da können wir einfach mal dafür sorgen, dass Groudon sehr, sehr unglaublich langsam ist. Ich glaube, wir können ihn insgesamt viermal verlangsamen. Und das sollte es dann auch mit Groudon gewesen sein. Wenn wir das schaffen, weil dann werden wir verdammt oft angreifen können. Es sei denn, wir sind so unterlevelt, dass wir ihm nicht mal Schaden machen. Es wäre natürlich auch eine Sache, die passieren könnte, die hoffentlich aber nicht passiert. Egal. Ich werde wahrscheinlich auch unserem Hydro-Pi dann das Spezialband geben für den Groudon-Kampf. Obwohl ich mir nicht mal sicher bin. Eigentlich wäre es eine schlaue Idee, ihm das jetzt schon zu geben. Pow! Oh, der Schaden. Denn... es ist eigentlich immer eine schlaue Idee, mehr Schaden zu machen. Also mehr passiert dazu, glaube ich, nicht Schaden. Das macht schon Sinn. Hoffe ich. Wenn nicht, dann weiß ich auch nicht mehr. Und das, na, das war jetzt dumm. Egal. Du schaffst es. Kein Aquaknarre. Zu deinem AP nicht verschwenden. Okay, gut. Okay, solange wir noch genug AP haben, ist eigentlich eher alles okay sein, aber wir sollten sowieso erst zu diesem einen Zwischengebiet kommen, wo man wieder alle AP bekommt. Wo man dann weiß, dass man bald bei Groudon ist. Oh, bei diesen ultra gefährlichen Pokémon, wo man da aufpassen muss. Vorsicht, Vorsicht, dein Boss kommt. Oh, und so. Also ich hoffe natürlich, dass wir das gut genug überleben. Auch wenn ich es nicht glaube, dass das passieren wird. Aber man kann ja noch Träume haben, ja. Die habe ich. Und Gummis habe ich auch. Los, IQ-Fähigkeit, die mich immun gegen Erdbeben macht, bitte. Sowas gibt es, glaube ich, nicht mal. Wenn doch, dann wäre das noch viel unfairer, wie... ja gut, okay, es gibt auch eine, die ist noch viel unfairer. Aber dies ist erstmal egal. Hier, du willst auch Stress, aber okay. Wow. Es hält aber viel aus. 14. Oh, da will... ich glaube, das will nicht dazu lernen. Wow, tot. Ich wusste gar nicht, dass es so schwach ist hier. Warum ist es so... warum hält es nichts aus? Ich meine, vielleicht ist es dafür voll stark, aber egal. Ich dachte, das wäre eher so defensiv. Aber also ich habe es noch nie wirklich benutzt und es ist eigentlich...
Ich meine, ich habe meine Gründe, warum ich es noch nie benutzt habe, weil ich einfach davon ausgehe, dass es total schwach ist. Aber mal schauen. Und komm schon, dieses eine Mal hättest du Aquat nach einsetzen können. Aber schauen wir mal. Haben wir überhaupt noch... Ja, noch zwei... Oh Gott. Nur noch zwei AP. Das ist nicht gut. Und... Ah! Ich habe Schiss, dass Sandama Erdbeben hat. Ganz ehrlich. Schauen wir mal, was ist passiert. Und... Bis jetzt ist noch nicht viel passiert, aber sobald ein Pokémon das kommt, Erdbeben hat, haben wir sowieso schon verkackt. Weil schützen davon können wir uns sowieso nicht. Pow! Und keine Ahnung, das ist halt so. Weil ich hasse Erdbeben. Ich meine, es ist ja schon nervig genug mit einem Pokémon wie Hydropie, wo das eigentlich ziemlich gut wegstecken sollte. Aber dann, wenn man noch Glumanda ist, ist es ja wirklich... schrecklich. Und oh mein Gott, da gab es eine TM Eisstrahl. Ich meine, für uns sowieso unwichtig, da wir das nicht lernen können, aber nicht schlecht, Eisstrahl. Und oh mein Gott, wenn es öfters trifft, wäre das total blöd. Und ich glaube, das lassen wir Hydropie hier machen. Und so. Und ich setze so lange ein Top-Elixier ein. Du schaffst das, Hydropie. Oh mein Gott, er setzt Tackle ein. Warum? Gerobak. Eins der besten Items im Spiel. Perfekt. Oh, wie viel Schaden. Jetzt haben wir aber nur noch einmal Aquaknarre zur Sicherheit auf unserem Hydropie drauf. Ich hoffe, dass bald diese eine Zwischenebene kommt. Pow! Die dann dafür sorgt, dass alles wieder gut ist. Und dann können wir jetzt crowden und dann ist nichts mehr gut, weil dann werden wir zerstört. Ich meine, so gesehen sind wir von Level gar nicht mal so weit hinten. Obwohl eigentlich schon, aber mittlerweile sind die Gegner eben relativ stark und machen ziemlich viel Schaden. Vor allem, da die sehr effektiv sind die meiste Zeit, bis auf die Feuer-Pokémon. Aber hier kommen ja auch viel zu viele Boden-Pokémon. Und ich meine, wenn Ground nicht Erdbeben hat, dann haben wir so ein Problem, weil er trotzdem noch andere Attacken werden haben. Tut. Und Hornattacke, was? Das ist ja brutal. Oh Mann, jetzt wird wahrscheinlich Hydropie sein letztes Aquanar raushauen. Ich bin zu voll, um es auszuschalten. Schauen wir mal. Ja. Egal. Wir müssten ja bald soweit sein, weil so viele Ebenen kann es ja hier nicht geben. Wir sind ja schon in U17. Obwohl, wenn ich mich recht entsinne, gibt es noch ziemlich viele spätere Dungeons, wo es sehr, sehr, sehr viele Ebenen gibt. Und oh, wir scheinen noch gar nicht mal so weit zu sein. Weil wir haben ja jetzt schon... Also es wird immer dunkler und roter, umso näher wir kommen. Und Level 25 für Pierre, sehr gut, yay. Nur noch um die 10 Level und dann fühle ich mich wohl in dem Dungeon. So, erstmal anlocken und dann Schaufler. Wenigstens kommen wir relativ flott voran. Auch wenn ich denke, dass wir... dass wir erstmal verkacken werden. Das ist aber nicht so schlimm, weil dann kann ich ja leveln. Weil wir bekommen hier relativ viel XP, wie man gerade gesehen hat. 200, davor 300, gerade 200, nicht schlecht. Und ich wäre so froh, wenn wir jetzt noch irgendwo ein Belebersam finden. Das würde uns vielleicht den Hintern retten. Und vielleicht gibt es ja sogar ein Lager und so, bevor wir zu Groudon kommen. Ja, nein, ich glaube nicht. Und hey, da war noch... Hey, das hat einmal noch Aquaknarre reingesetzt. Schauen wir mal. Ich müssten jetzt auf jeden Fall schon mal die AP weg sein. Pierre. Ja. Schade. Bei dem Spiel danach gibt es, glaube ich, eine Fähigkeit, wo man manchmal keine AP einsetzt, wenn man eben halt eine Attacke einsetzt. Glaube ich. Ich glaube, so war es. Und die ist auch recht nützlich. Es kann auch sein, dass ich gerade wieder was verwechsel, weil ich verwechsel oft Dinge. Und oh mein Gott, wie schön rot die Lava aussieht. Und oh mein Gott. Wir werden hoffentlich jetzt im Zwischending sein. Nein, ich habe gehofft, dass es eine schöne runde Nummer ist mit 20. Aber das war es dann wohl doch nicht. Und wir werden immer tiefer in den Dungeon reingezogen. Und ich habe immer mehr Schiss. Weil, ich meine, man sieht ja schon, wie gefährlich das hier alles aussieht. Alles rot und Feuer und bla. Und Feuer sollte eigentlich ganz gut für uns sein, aber egal. Und Boden und vor allem Boden. Ich habe Angst vor Boden. Und jeder, der ein Feuer-Pokémon spielt, sollte Angst vor Bodenattacken haben. Also abgesehen, wenn man gerade das normale... Oh, wow! Was soll ich sagen? Ich habe es vergessen, weil Onix so riesig ist.
Und irgendwie hätte das Vieh auch Erdbeben haben können. Hoffentlich hat es das nicht. Das sieht so heftig aus. Ich bin nicht sicher, ich glaube, wie heißt das? Wailord sollte eigentlich noch viel größer sein. Aber ich weiß nicht, wie das dann hier in dem Spiel ist, wie groß das dann hier ist. Ich weiß nur, dass es ziemlich viele riesige Pokémon gibt, vor allem bei dem zweiten Teil. Könnte hier aber auch genauso sein. Mal schauen. Hui. Hier können wir schauen, ob in dem Raum die Treppe ist. Nein, und gut. Jetzt müssen wir... Okay, er läuft in die gute Richtung. Da haben wir Glück. Okay, ist ja eh egal gewesen, weil hier die Treppe ist. So, schauen wir mal. Oh, jetzt sind wir endlich. Hier, und? Möchtest du speichern? Nein, ich habe Safe States. Und oh nein. Das bedeutet, dass es hier kein Lager gibt. Das bedeutet, dass wir keine Belebersamen bekommen werden. Ich werde jetzt nicht weitergehen. Ich werde hier nämlich jetzt erstmal die Folge beenden. Und in der nächsten Folge werden wir dann eiskalt richtig hart verkacken. Und oh mein Gott, sterben und überall und alles. Und Blut und Wir sehen uns das nächste Mal. Ciao.